Servus Leute, willkommen zurück zu Mischief Makers. Jetzt die Folge am Sonntag. Ich nehme sie natürlich gleich hintereinander auf. Mir geht's immer noch nicht ganz so gut und ich merke gerade das Hintergrundbild von Lycoris Recoil. Das sollte ich vielleicht mal wegmachen, weil das habe ich mir gestern zu Ende angeguckt und also hier, das da, Takina. Chisato kann man jetzt aber leider nicht sehen, weil die rechts ist, aber wupp, so sieht das Bild komplett aus. Also das hier ist mein Desktop-Hintergrund aktuell, aber den werde ich, sobald ich mir dann anderen Anime angucke, wieder ändern, weil ich habe ja hier so einiges. Bla 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 bla. Oh, das sieht geil aus. Bla bla bla. Mal schnell Durchlauf. Wupp, 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 wupp. Okay, lassen wir das, das interessiert keinen. Oder vielleicht doch, keine Ahnung, vielleicht interessiert es jemanden. Ja, toll. Okay. Das ist blöd jetzt. Warum habe ich das gemacht? Weil wenn ich jetzt so... jetzt sieht man die Maus und so weiter, aber wenn ich jetzt hier das Grabber-Fenster offen habe, also jetzt sehe ich diese grünen Striche da, also das sind so grüne, da wo meine Maus sich jetzt befindet, da sind so grüne Kanten, das zeigt an, wo der Aufnahmebereich ist und normalerweise wird auch angezeigt immer, aber der Grabber überdeckt das irgendwie, weil der Grabber überdeckt alles. Warum, weiß ich nicht, weil wenn ich jetzt das Internet hier aufmachen würde, dann würde man es auch nicht sehen. Hier, wupp. Ich habe jetzt Internet offen. Ich sehe alles im Hintergrund, mein Kanal. Natürlich sehe ich nur die rechte Seite. Uncle Wolf mit Kaede, Axel und Noah. Aber naja, ihr könnt das nicht sehen und deswegen überdeckt der Grabber jetzt auch diesen Aufnahmenbereich irgendwie. Zumindest das, was ich sehen kann. Egal, lassen wir das. Schön 2 Minuten Zeit verschwendet. Was ist denn das los? Was ist denn das los? Geil, ich bin ein wandelnder Hirnschaden offensichtlich. Mein Herrscher! Der Edelsteinabbau in der Höhle läuft extremst gut. Wenn es so weitergeht, dann wird unsere imperiale Flut sehr bald bereit sein auszulaufen. Fleet? Nee. Fleet, Flotte, genau. Ich dachte schon. Flut heißt Flood. Also F-L-O-O-D. Weil die Flood ist ja auch aus Halo und... Naja, da wird ja auch gesagt, die Flut. Warum auch immer, aber... Ja, ist ja Flood, Flut. Und Fleet ist Flotte, also, ich bin gestolpert. Was soll der? Luna, er hat das getan. Achso, der ist in so einer komischen... wie heißt diese Box da nochmal? Von Dragon Ball Z. Vegeta war auch das öfter in so einem Ding drin, um sich zu regenerieren. Marina war das. Marina, du meinst... Das war diese Ultragalaktik, Chilida Tussi, was auch immer, die für diesen bösen Theo arbeitet. Was geht hier vor? Luna ist zerstört worden. Wie du sehen kannst, ist Marina stärker als wir angenommen haben. Also Tarus. Ich wollte schon Tartus lesen. Taurus. Stier, wo wir wieder bei den Stellargeistern wären, vom letzten Part. die Aufgabe liegt jetzt an dir. Verstanden, laut und deutlich. Jetzt ist Rachezeit. Marina unterschätzt die Kraft des Beastektors. Das ist nicht das, was ich meine. Marina, ich werde dich bezahlen lassen. Nein, nicht Marina. Kidnapp den Professor, du Dumpfbacke. Los geht's. Yes, Sir. Sendet jetzt irgendwie ein Asterix und Cleopatra.
Einer Söldner soll herkommen. Ja, stets zu Diensten. Und das für wenig Geld. Bla bla. Eure Leben gehören mir. Los geht's, Truppen. Ausrücken. Ja. Sagte ich, der tritt die über den Haufen. Du hast deinen eigenen Fanclub. Geil. Kommt jetzt wieder so eine krasse Entführungsszene vom doofen Prof, wo er nichts checkt, oder? Ich habe gesagt, er soll Professor kidnappen. Ja, mit solchen Untertanen ist man gestraft. Roter Minirock, das macht den Prof an. Keine Sorge, mein Herrscher. Ich werde den Professor für dich kidnappen. Hahaha, und rum meine roten Stöckelschuhe und meine langen, schönen Beine werden ihn verführen. Ja, pfff. Ich werde niemals wieder entführt werden. Wieso zündest du dann alles und fliegst dann in die Luft? Sieh dir diese Waffe an, dieses Mal werde ich zurückkämpfen. Oh ja, Baby. Hä? Ein Anruf? Nein! Nein, ich sehe es jetzt schon. Irgendjemand verkleidet sich als Marina, kommt... Ja! Professor! Oh, Marina, bist du das? Ich dachte, du bist in den anderen Raum gegangen, nicht wahr? Nein, Professor, ich bin genau hier. Professor, lass uns Verstecken spielen, okay? Also Hide and Seek, ja, Verstecken und Fangen. Ich versteck mich und du versuchst mich zu fangen, wenn du kannst. Marina, was ist mit dir passiert? Warum bist du plötzlich so kindisch? Ja, der Perverse erwacht wieder in ihm. Ja, schön, dann werde ich deine lächerliche Spielchen mitspielen. Und dann werde ich dich begrapschen. Bereit oder nicht, hier komme ich. Ich werde dich fangen und dich überall begrapschen. Komm her, hahaha. Der schon seine fetten Hände ausstreckt nach ihrem Arsch. Kommt jetzt Marina wieder? Oh Gott, mit so einem Professor, die Arme ist echt gestraft. War wohl eine falsche, war wohl verwählt. Hä? Hey, Professor! Ja. Professor! Diese Dumpfbacke! Ja, der Levelname klingt schon unsympathisch. Na gut, schauen wir mal. Ja! Ja! Okay. Gut, dass ich noch weiß, wie es mit den C-Knöpfen geht. Ja, das ist irgendwie normal. Einfach links und rechts. Oh. Das ist irgendwie bei allen Levels so. Okay. Mhm. Was ist das? Oh, weg damit! Ja, ja, ja! Da unten ist was. Aha! Oh nein, sag mir nicht, ich muss schneller sein als das Ding hier. Das ist ja herrlich. Ist das noch derselbe Felsen wie hier? Hoffentlich ja, dann... Ja, ja! Autsch! Ja, ja, ja. Oh, da ist er. Ich sehe ihn. Schneller. Au. Ich wette, ich muss schneller sein als der. Das ist das Problem. Soll ich mal warten? Moment, wie ging das nochmal? Na toll, jetzt kann ich sie vergessen. Ah, so geht's auch. Nein! Okay. Ich kann da lang. Warum sollte ich da lang?
Ist eine Abkürzung? Was ist mit dir? Ich will eigentlich mit dir reden. Nein, ich habe ihn gekillt. Scheiße. Ich habe nur ein nettes Gespräch gesucht, aber nee. Jetzt kann ich wenigstens ein bisschen langsamer hier vorgehen und mich umgucken. Kann ich mit euch reden? Nee. Es sind einfach nur irgendwelche Typis. Ich nehme dich jetzt mit und lass dich vom Felsen zermatschen. Okay. Aber wozu der Stern da? Da rechts ist... Ah! Verdammt, wie komme ich hier wieder weg? Ah, so! Moment, ich kann auch eine Bombe mitnehmen, oder? Nein! Oh, nö. Egal. Das ist, glaube ich, blöd. Rechts oder links? Ich versuch's mal. Weil du einen Felsen gegriffen hast, oder wie? Das heißt, ich muss schneller sein als das Ding. Okay, so. Gut. Nein! Nein! Nein, das war verkackt. Schnell, schnell, schnell! Ah! Ich hätte die Abkürzung nehmen sollen, nicht Dumpfbacke. Ja? Komm her. Aber was war jetzt im rechten Stern? Ja, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Egal. Was ist das denn? Oh. Autsch. Ich wette, ich muss... Nein, wieder komische Musik, oder? Warum ein Frosch? Autsch. Ich mag Frösche. Aber nicht, wenn sie mich fressen. Au. Ich hab Froschsabber an mir. Oh, ich kann dich reiten. Wie geil. Nein! Sabba, Sabba. Wie geht Froschsabber? Autsch. Yay! Nicht den Frosch ficken. Kann ich dich shaken? Nee. Zu früh! Ich will keinen Frosch quälen. Frösche sind voll niedlich. Ich mag Amphibien, ja. Und ich mag Reptilien. Zum Beispiel sind in unserem Garten immer zigtausend Eidechsen, die sich zum Beispiel unter unserer Terrasse verstecken. Also die Terrasse, die wir jetzt noch haben. Nächstes Frühjahr werden wir eine bessere bauen. Aber trotzdem, da kreuchen tausende von Eidechsen rum. Voll niedlich. Komm her. Boah, aus der Distanz, wie geil. Und neulich hat mein Stiefvater sogar bei unserem selbstgebauten, also improvisierten Misthaufen, also Komposthaufen, eine Schlange gefunden. Wie geil. Also Blindschleichen gibt es bei uns eh des Öfteren, aber eine wirkliche Schlange nicht. Aber trotzdem, Schlangen sind so niedlich. Au! Oh, nochmal. Da. Kann ich eigentlich deine Zunge schütteln? Klingt irgendwie pervers. Au. Au. Froschsabber tut weh. Ah. Booms. Muss ich das machen? Ey.
Au. Oh. Nein, ich renn rein. Er verdaut mich. Nee, tut er nicht. Er kaut nur auf mir rum. Ich hab gegriffen. Au, brutal. Marina mag keine Frösche. Ach komm! Mein Timing ist gerade echt schlecht. Ja. Oh, der Frosch ist tot. Nein. Marina, was hast du getan? Ja, dieses Rote nervt. Brauchst gar nicht so posen, du hast einen Frosch gekillt. Schäm dich. Ich versuch's aber nochmal. Das zählt nicht. Ich will den Frosch No-Hit schaffen. Nein! Aha. Was? Das kann ich eh vergessen. Weil ich die falsche Taste gedrückt. Ach so, ah. Moment, jetzt muss ich was testen. Ja. Hä? Ich habe ihn gegriffen. Mach nochmal. Ja, ich habe eigentlich den rechten C-Knopf gedrückt. Muss testen, ob das so funktioniert, wie ich es vorhabe. Vielleicht klappt es auch so. Ja, da war ich ein bisschen zu sehr in der Ecke. Ja, und das hier ist jetzt ein reines Versuch. Hm, okay, irgendwie geht seine Zunge manchmal länger. Ich weiß aber nicht warum. Ah, er schneidet mir Weg ab. Vielleicht so, einfach nur springen und nach rechts drücken. Ja. So, entweder versuche ich es mit Timing oder mit Strategie. Ey. Komm her. Mach Zunge. Irgendwie ging die Zunge jetzt weiter. Ja. Okay, dann muss ich es so versuchen. Ich hab's noch nicht so ganz draußen. Also. Au. Zu früh! Okay, eins, zwei, drei. Dreimal. Nein! Okay, Moment. Dann kann er mich jetzt killen. Dann werde ich es jetzt No-Hit versuchen. Los. Marina steht, glaube ich, nicht so drauf, geleckt zu werden. Gut. Ich starte gleich hier. Ich muss.
Nein! Nein! Aus solchen Gründen mache ich bei Blind-Let's Plays meistens keine 100% Runs, weil sowas sehr die Stimmung drücken kann. Und zwar so richtig. So, du Kröte. Wow, das war... 1, 2, 3. Das war ein Reflex eigentlich. Ah, jetzt hätte er gewartet. Nein! Du Kröte, du! Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nein! Ich habe hier keinen Platz, lass mich in Ruhe. Eins, zwei, drei. Nein! Nein, nein, nein! Wartet er die ganze Zeit. Ja. Eins, zwei, drei. Ich hätte mitzählen sollen, wie viel Hits der braucht. Eins, zwei, drei. Ah. Nein, ich hab B gedrückt! Ah, falsche Taste gedrückt. Ich hätte den linken C-Knopf drücken sollen und nicht B. Scheiße. Du Scheißkröte. Let's continue. Ich mag Frösche. Versau's mir nicht. 1, 2, 3. Okay, es sind jetzt 9. Nein! Ah. Doofe Kröte! Ah. 10, 11, 12, glaube ich. Noch Platz. Wow! Shake,
Wow. Braucht eine gewisse Distanz zu mir, sonst kann er die Zunge nicht einsetzen. 21. Wahrscheinlich braucht er 30 Treffer. 24. Nein. 33. Wow! Ich wäre fast reingerannt. 39. Bist du tot? Was passiert? Was ist das? Zweite Phase? What the fuck? Unfair! Hä? 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 Was war das? Ich versteh's nicht. Hä? Oh! Kann ich dich da oben greifen? Nee. Ich verstehe das nicht. Ich hab's eigentlich gegriffen, aber okay. Warum packt der auf einmal so Mega-Moves aus, dieser Kröterich? Wo ist deine Zunge? Gegriffen, jeder hat's gesehen. Muss ich die Kröte angreifen oder? Hä? Nee, ich mache nichts mehr. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Hab keine Lust mehr. Deswegen mache ich 100% Dinge auch nicht gleich zu Beginn. Das versaut mir nur Spaß am Spiel und darauf habe ich jetzt keine Lust. Weil das Spiel macht gerade alles, dass ich Kröten hasse, obwohl ich Kröten liebe. Das ist traurig. Ja, er macht keine Zunge mehr. Ich habe sie irgendwie verbuggt oder so. Ja, ja. Tanz du mal. Ist mir gerade egal, ob du verreckst. Hauptsache, der Frosch überlebt. So. Game over. Ihr fällt beide in einen Strudel der Verzweiflung.
So, ich hoffe, es ist gespeichert, dass ich die Kröte besiegt habe. Keine Ahnung, was der irgendwie gerade verbuggt oder so. Was weiß ich. Ja. Totally raw. Ja, tot. Mhm. Seven Cleanser Kids. Wahrscheinlich kriege ich die goldenen Kristall, wenn ich irgendwie diesen Mega-Move da überstehe, aber keine Ahnung, was ich da machen muss. Was? Oh, ich bin gerade auf die Taste gekommen und da habe ich voll erschreckt gerade. Aber jetzt kann ich wenigstens mal gucken. Ja, mir fehlt zu viel. Hier fehlen mir drei. Hier fehlen mir drei. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 11. Und hier fehlt mir auch schon mal mindestens einer. Und wer weiß, wie viele Level noch kommen werden. Na gut, dann verabschiede ich mich. Das war Mischief Makers. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!